Ja, herzlich willkommen zu diesem Web-Talk. Heute geht es um die Arbeit von Medienpädagoginnen und Medienpädagogen und wo man denn OER zu diesem Themenfeld finden kann. Medienpädagoginnen und Medienpädagogen arbeiten ja sehr vielfältig, manchmal schulbezogen, manchmal nicht und auch in ganz unterschiedlichen Themenkreisen rund um diesen Gegenstand Medien, sodass es gar nicht so einfach ist, sich da irgendwie in diesen Weiten des Internets auf den entsprechenden Seiten herumzutreiben. Es gibt noch eine kleine weitere Besonderheit, nämlich dass OER in diesem Feld der Medienpädagogik nur so mittelgut vertreten ist bis jetzt. Da ist also noch viel Luft nach oben und trotzdem aber gibt es einiges an spannenden Dingen zu entdecken, was ich jetzt gerne mit euch teilen möchte. Dafür gebe ich euch meinen Bildschirm frei und starte wieder eine Präsentation, die ihr ja so als Notizzettel verstehen könnt. Ihr werdet in dem Nachklapp unserer Aufzeichnung hier die Möglichkeit haben, diese Präsentation zu sehen und auch entsprechend zu ergänzen, wenn ihr das gerne möchtet. Genau. Also so gucken wir uns jetzt so ein paar Seiten an. Die wichtigste Seite für Medienpädagoginnen und Medienpädagogen oder sollte ich sagen, vielleicht die mit der größten Reichweite, ist das Medienpädagogik-Praxisblog. Ich mache diese Seite mal auf. Das ist ganz spannend, weil diese Webseite selber als Open Educational Resources zur Verfügung steht. Das heißt also, alle Bereiche hier alle Texte, die ihr hier seht, sind unter einer freien Lizenz und können entsprechend weiter genutzt werden. Was nicht immer unter freier Lizenz ist, sind die Projekte, die auf dem Medienpädagogik-Praxis-Blog vorgestellt werden. Es ist eines der Schwerpunkte der Redaktion, auf solche Art von Materialien aufmerksam zu machen. Aber das Praxisblog versteht sich auch als so eine Art Schaufenster für medienpädagogische Arbeit. Das heißt, ihr findet hier sehr viele Themen, die gerade aktuell diskutiert werden, Projekte, die in der Zeit liegen oder der Zeit so knapp voraus sind. Man kann also hier ganz tolle Anregungen finden für die eigene Arbeit. Und die vorgestellten Projekte sind halt sozusagen immer gut verlinkt, sodass man halt von hier aus super weiterkommen kann, wenn es darum geht, Materialien zu finden, die weitergehen. Also dieser Medienpädagogik-Praxis-Blog ist halt entsprechend auch aufgeteilt in verschiedene Rubriken. Eine Rubrik, die ich euch gerne mit ans Herz legen möchte, ist das Medienpädagogik-Praxis-Camp. Das ist ein Barcamp eben dieses Projektes, wo es darum geht, sich auszutauschen, Methoden auszuprobieren und halt neueste Entwicklungen zu diskutieren. Also durchaus spannend. Ein weiterer Bereich, den ihr hier sehen könnt, ist der auf kostenlose Inhalte, zum Beispiel kostenlose Software oder auch kostenloser Content hinzuweisen. Denn Medienpädagoginnen und Medienpädagogen sind ja immer auf der Suche nach Material, das sie weiterverwenden können in der Arbeit mit Jugendlichen oder Erwachsenen oder was auch immer ihre spezielle Zielgruppe ist. Und eines der Schwerpunkte dieses Blogs ist es eben auch, darauf hinzuweisen, mit welchen Werkzeugen und mit welchen Materialien man denn seine Arbeit gestalten kann. Also klare Empfehlung für einen sehr umfassenden Blog,
der, wie gesagt, seine eigenen Texte unter freier Lizenz veröffentlicht und sich halt auch immer sehr darüber freut, auf Materialien von anderen verweisen zu können, die eben auch unter einer freien Lizenz stehen. Die nächste Rubrik, die ich euch gerne vorstellen möchte, ist ein Projekt der GMK. Das ist ein Beispiel, auf das ich euch hiermals hinweisen möchte. Die GMK, die Auflösung dieser Abkürzung kann ich jetzt nicht liefern, ist der Berufsverband der Medienpädagoginnen und Medienpädagogen. Und die GMK ist gerade dabei, immer mehr Materialien unter einer freien Lizenz zu veröffentlichen. Wenn man das so anschaut, wie Medienpädagogen und Medienpädagoginnen arbeiten, dann ist es so, dass viele Projekte sozusagen im offenen Raum entstehen und auch davon leben, dass Ideen und Konzepte geteilt, getauscht, erweitert, verändert werden. Das heißt also, aus der Logik der medienpädagogischen Arbeit ist schon eine große Nähe zu OER gegeben. Aber viele Materialien, die man im medienpädagogischen Feld findet, sind, kann man sagen, vielleicht noch nicht frei lizenziert. Das gilt eben auch für Materialien der GMK. Und hier gibt es ein Projekt, das man sozusagen so ein bisschen als Leuchtturm sehen kann, nämlich Materialien für eine Medienpädagogik, die eben den Aspekt von Vielfalt hervorhebt und lebt und wo es halt Materialien, Tutorials und so weiter gibt, um entsprechend eigene Projekte so aufzuziehen, wie sie die GMK hier vorschlägt, beziehungsweise eben Konzepte zu entwickeln, die hierauf aufbauen. Also durchaus empfehlenswert. Das Gleiche kann ich sagen für die GMK selber, die man erreichen kann über einen etwas verkürzten Link. Ruf die mal eben auf. Die Webseite der GMK zeigt halt, dass es durchaus ein Berufsverband ist, der eine ganze Menge unterschiedliche Projekte hat und auch sehr viele verschiedene Veröffentlichungen, Fachliteratur, aber auch Wettbewerbe veranstaltet, beziehungsweise eine große Tagung jedes Jahr. Und also es ist sozusagen ein durchaus vielfältiger Haufen. Und hier gibt es immer mal wieder die Möglichkeit, tatsächlich zu stöbern. Also wenn ihr auf den Bereich der Veröffentlichungen geht zum Beispiel, dann findet ihr Bücher, Artikel, Broschüren und so weiter. Und leider, wie gesagt, ist hier nicht alles als OER zur Verfügung, aber immer mehr von den Materialien, die man bei der GMK finden kann, sind das eben. Ein klitzekleines Beispiel dafür und ich kann das gleich mal so als Danke weitergeben, sind die GMK-Kärtchen, die man sich ausdrucken kann, um Kommunikation in Zeiten von Webkonferenzen zu erleichtern. Den Link dazu werfe ich euch nachher noch in die Folien, dann könnt ihr den auch sozusagen weiter benutzen. Solche Dialogkarten sind halt total praktisch und stehen halt glücklicherweise unter einer freien Lizenz zur Verfügung, sodass man damit halt auch hervorragend weiterarbeiten kann. Also auch hier kleine Werberede für die Webseite der GMK. Ein weiteres gemischtes Angebot, es kommt aus Rheinland-Pfalz, das ist Medien und Bildung. Medien und Bildung macht sehr unterschiedliche Projekte für unterschiedliche Zielgruppen. Ich habe hier mal eins rausgegriffen, wo es darum geht,
ja eine VR-Brille aus einem Pizzakarton zu bauen, und wo man eben alles an Materialien und weiteren Informationen finden kann, um eben ein solches Projekt nachzumachen oder auch darauf aufzubauen. Dieses Projekt hier ist als Material unter einer freien Lizenz veröffentlicht. Das gilt leider nicht für alle Materialien auf dieser Webseite. Aber wer Lust hat, ein bisschen da durchzustöbern, kann das sicherlich tun. Und vielleicht ist es ja in Zukunft so, dass dieser Anbieter sich entsprechend entscheidet, immer mehr und vielleicht irgendwann sogar alle Materialien unter einer freien Lizenz zu veröffentlichen. Genau. Ich muss mal eben nachschauen, weil mein inneres Ich sagt mir gerade, wieso, die machen doch alles als OER. Ich muss mal eben gucken, ob das hier so ist. Nein, soweit ich das sehen kann, habe ich glücklicherweise jetzt hier keinen Quatsch erzählt. Gut, gehen wir mal weiter. Genau, hier haben wir ein weiteres Projekt, das leider schon aus der Förderphase gelaufen ist, was aber immer noch im Internet zur Verfügung steht. Das sind die EduLabs. Hier findet man sehr viele Materialien aus ganz unterschiedlichen Themenfeldern, auch ein bisschen was aus der Abteilung Medienpädagogik, was uns sehr weiterhilft. Hier gibt es halt Kurzbeschreibungen zu den Projekten. Auch, was ich sehr interessant finde, halt eine pädagogische Einordnung. Die Materialien, die hier innerhalb der EduLabs entstanden sind, sind allesamt sozusagen in der Praxis bewährt und getestet, und man findet halt hier einiges auch an Reflexion zu diesen Geschichten. Was auch spannend ist, ist, dass man auf den Seiten der EduLabs häufig weiterführende Links findet. In diesem Fall stammt nämlich das Material zu diesem freien Minecraft aus der Expertise einer Einrichtung, die Junge Akademie Wittenberg, die sehr viel zum Thema Minecraft macht, und die hier also sozusagen als Paten bereitstanden, dieses Material zu veröffentlichen. Also wer sich dafür interessiert, der sei gleichzeitig mit den EduLabs auch hingewiesen auf die Junge Akademie Wittenberg, die halt sehr spannende Arbeit machen und sehr viel Expertise haben, eben in diesem Feld Minecraft einzusetzen für Bildungsprojekte und das eben auch frei lizenzieren. Ein weiteres Projekt der Medienbildung ist ClickSafe. Das ist eine EU-Initiative, das heißt also mit öffentlichen Geldern gefördert. Und jetzt könnte man denken, na gut, die stellen halt ihr gesamtes Material unter freien Lizenzen bereit. Das ist leider nicht so. Also viele Materialien, ich würde sagen, die Mehrzahl der Materialien stehen unter freier Lizenz, aber hier gilt, wie auf sehr vielen Seiten, bitte bei jedem Material, das ihr anschaut, einmal nachprüfen, ob es unter freier Lizenz ist oder nicht. Was ganz spannend ist, ist, dass es hier mehrsprachige Materialien gibt, dass das Ganze sehr verbraucherfreundlich aufgebaut ist, sodass man also hier sehr konkrete Bausteine findet für die Weiterverwendung. Also im Prinzip super Material, auf das man aufbauen kann. Und ja, wo ihr halt schauen müsst bei den konkreten Dingen, die euch eben interessieren, ob sie für eure Form der Bearbeitung geeignet sind oder nicht. Ein anderes Projekt, was ich euch zeigen möchte, knüpft an dieses Feld von Medienpädagogik und Schule. Das ist ja nicht immer ein ganz einfaches Verhältnis, was diese beiden Welten haben.
Denn die Medienpädagogik ist ja sozusagen von ihrer Gesamtausrichtung her sehr viel freier, experimentierfreudiger und in einem viel offeneren Rahmen unterwegs, als das eben Schule sein kann. Trotzdem gibt es immer wieder Ansätze, diese beiden Felder miteinander in Berührung zu bringen, zum Beispiel über Projektwochen. Und so ähnlich kann man sich halt Inhalte dieser Seite hier vorstellen. Medien in die Schule ist ein Projekt, das eben genau das tut, was Sie hier auch vorstellen. Sie versuchen nämlich, das Thema Medienbildung entsprechend in den schulischen Kontext zu tragen. Und hier gibt es auch wieder Werkzeuge, Unterrichtseinheiten und viele Eindrücke aus der Praxis, die man entsprechend anschauen kann und wo man halt sich entsprechend informieren kann. Das Coole an dieser Seite ist, dass wir hier Materialien haben, die eben unter einer freien Lizenz stehen. Und ich zeige sie nochmal, damit wir sie alle nochmal wieder gesehen haben. Das ist in diesem Fall CC BY SA 4.0. Also hier ist, finde ich, gut gelungen, dass man sozusagen gleich schon weiß, worauf man sich einlässt, ohne dass man die gesamte Seite durchsuchen muss. Genau, also hier durchaus auch wieder spannendes Material, auf das man in seiner eigenen Arbeit aufbauen kann und zugreifen kann. Genau, ein anderes Feld der Medienpädagogik ist die Jugendbeteiligung. Und hier gibt es auch Schnittmengen mit digitalen Medien und mit OER, aber häufig sozusagen indirekt und versteckt, aber in diesem Fall eben über den MOOC, den ich euch hier vorstelle, gibt es einen ganz direkten Berührungspunkt. Hier gibt es nämlich einen Online-Kurs, in dem es darum geht, zentrale Themen, Techniken, Lernfelder und ja, Tools und so weiter für digitale Jugendbeteiligung kennenzulernen. Ich gehe jetzt mal nicht live auf diese Seite, weil eben so eine Startseite für einen MOOC, ohne sich einzuloggen, immer so ein halbgares Ding ist. Von daher, wenn es euch interessiert, eine klare Empfehlung, hier einmal reinzuschauen und eben auch die einzelnen Bausteine eventuell in die eigene Arbeit mit einzubeziehen und vielleicht zu gucken, ob ihr darauf aufbauen könnt. Ein ähnliches Thema sozusagen der Verwandtschaft oder der geistigen Verwandtschaft der Medienpädagogik und OER bringt sich im Thema Making zum Ausdruck, und hier führe ich euch mal zu einem Buch, das sozusagen Praxisbeispiele zeigt, und dieses Buch steht selbst unter einer freien Lizenz und bringt halt ganz viele Beispiele und Möglichkeiten, die man eben sehen kann zu dem Themenfeld Making mit Kindern und Jugendlichen. Also eine sehr beeindruckende, große Sammlung von Anregungen, auf die ihr ebenfalls aufsetzen könnt mit euren eigenen Ideen. Es lohnt sich auch, nochmal auf die Herausgeber zu gucken, also BIMS e.V. als ein Verein, der sich sehr stark um ja, medienpädagogische Ansätze verdient macht und eben auch das Thema OER schon sehr früh aufgegriffen hat und damit arbeitet. Die TU Graz, die euch ja vielleicht auch schon in einigen Zusammenhängen mit OER über den Weg gelaufen ist. Christine Nahr als eine der sehr engagierten Medienpädagoginnen im Feld, die schon ebenfalls sehr früh angefangen hat, sich mit OER auseinanderzusetzen und dieses Thema stark versucht, in dem medienpädagogischen Feld zu verankern. Die FSM, wo ich jetzt nicht sagen kann, naja, das ist sehr viel, ja, sozusagen sehr viel OER, aber vielleicht kommt das ja noch.
Medien in die Schule, Medienpädagogik, Praxisblock habe ich euch entsprechend vorgestellt und die HIT-Stiftung, wo ich jetzt nicht sagen kann, dass die sozusagen schon als Vorreiter in Sachen OER aufgefallen sind, aber immerhin bereit waren, ein Projekt zu unterstützen, das als OER in die Welt getragen wurde. Genau, zum Thema Making gibt es auch ein MOOC, was ich euch empfehlen kann, auf iMOOCs zu finden oder eMOOCs, das ebenfalls jetzt nicht live besucht wird, sondern ich zeige es euch einfach als Möglichkeit auf, dass wer sich dafür interessiert, sich in dieses Thema Making auch jenseits des Buches nochmal einzuarbeiten, hier eine Möglichkeit findet. Dieser Kurs ist schon ein bisschen älter. Also ihr seht, der hat 2015 angefangen, steht aber immer noch zur Verfügung. Und zumindest Grundideen, auf die man aufsetzen kann, sind hier halt immer noch gut vorhanden. Zu guter Letzt noch die Educamps. Die möchte ich euch noch ans Herz legen, als Möglichkeit in den direkten Dialog zu gehen. Die Educamps sind ein Barcamp oder eine Serie von Barcamps, die schon recht traditionsreich sind. Wenn wir mal schauen, hier die Liste aller Educamps, ihr seht, lässt sich recht eindrucksvoll betrachten mit vielen verschiedenen Standorten. Und das ist ein Ort, an dem sich Menschen treffen, die Lust haben, über Bildung nachzudenken und Dinge konkret an einem Wochenende miteinander auszuprobieren. Also nicht nur ein Treffpunkt für Medienpädagoginnen und Medienpädagogen, auch wenn sehr viele dabei sind, da treffen sich halt Menschen, die sich für Bildung begeistern, aus allen möglichen Bildungsbereichen. Spannender Ort, um sich auszutauschen. Und wenn ihr auf dieser Seite ein bisschen herumstöbert, dann findet ihr die Möglichkeit, ich gehe jetzt mal auf das letzte Educamp, was online stattgefunden hat und offline hätte in Frankfurt stattfinden sollen, wo ihr alte Sessionpläne nachschauen könnt, um dort eben zu gucken, gibt es interessante Themen für mich und von da aus eben weiterzukommen zu Materialien, zum Beispiel aus dem Bereich der Medienpädagogik. Genau, soweit erstmal zu den Dingen, die ich für heute mit euch teilen wollte. Ihr seht also, der Strauß an medienpädagogischen Angeboten als OER ist bunt, vielfältig, aber ausbaufähig. Und vielleicht habt ihr ja die Gelegenheit, eigenes Material dann demnächst als OER zu veröffentlichen. Würde mich natürlich freuen. Und ansonsten freue ich mich schon darauf, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und verabschiede mich für heute.